Jant, wie war die erste Nacht nach deinem Profidebüt? War ganz okay. Ich konnte jetzt nicht so viel schlafen. Ich habe es zwar versucht, aber musste ich ein, zwei Stunden länger habe ich da gebraucht, aber war ganz okay. Ihr macht ja mit eurem Torwarttrainer Jan Zimmermann auch immer eine lange Analyse. Wie fiel die aus heute? Sicherlich gab es da ein paar gute Aktionen, ein paar Aktionen, an denen ich ein bisschen arbeiten muss, aber die haben wir dann aufgeklärt und daran werden wir auch arbeiten. Was ich sehr bemerkenswert fand, direkt, du hast eine unheimliche Sicherheit bei der Strafraumbeherrschung ausgestaltet. Ich glaube, der erste Ball war 12 Meter vom eigenen Kasten runtergepflückt. Ist das auch so eine deiner Stärken und das, was du auch mit ins Spiel bringen wolltest direkt? Ja, klar, wenn man von hinten raus die Flanken immer wieder abfängt, dann ist es, gibt es eine Sicherheit der Mannschaft, dass jemand hinten drin ist, der jeden Ball abfängt, der zu hoch kommt oder irgendwie in den Strafraum kommt. Das habe ich versucht, der Mannschaft mitzugeben, die Sicherheit. Und ich denke, es ist auch, ist mir gelungen und ist auch gut angekommen bei der Mannschaft. Denke ich auch. Beim 1-1 Michael Gregoritsch hatte ich da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Wie ist da deine Meinung dazu? Ja, ich denke, er wollte ihn. Wie er es gesagt hat, er wollte ihn sicher nicht aufs Tor schießen, glaube ich zumindest. Ich habe gedacht, er wollte ihn querspielen, da habe ich ein bisschen drauf spekuliert. Und in der Bundesliga wird es dann halt auch knallhart bestraft, wenn man da ein bisschen kurz irgendwie spekuliert oder so, vor allem als Torwart, dann bekommt man direkt mal ein Gegentor. Aber es ist gut, dass es passiert ist, kann ich daraus lernen und das wird mir, glaube ich, nicht mehr passieren. Und am Ende dann noch den Punkt festgehalten. 1-gegen-1-Situation gegen Niederlechner. Sofort den Abstand verringert. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch, was Jan Zimmermann heute in der Analyse gesagt hat, dass es gut war, ne? Also der auf einmal hat sich gedreht und dann war er nur noch 1 Meter vor dir. Ja, es ist immer wichtig, beim 1 gegen 1 voll entweder hinten zu bleiben oder voll drauf zu stürmen, dass der Stürmer keine Zeit hat. In dem Fall war es perfekt, dass ich sofort rausgegangen bin und somit muss er direkt abschließen und habe ich gut eng gemacht die Situation, hat er mich angeschossen. Was hat Trappo gesagt? Der hat auch bestimmt, hat er auch bei Instagram, hat er ja auch gezeigt, gutes Debüt. Was hat er dir so mitgegeben? Ja, vorm Spiel hat er mir schon geschrieben, viel Erfolg und dass ich das verdient habe und auch gut trainiert habe und so. Und nach dem Spiel natürlich Glückwünsche von jedem, auch von Kevin. Hat er gesagt, dass ich es gut gemacht habe und ja, ich denke, es war ein gutes Debüt. Klar, mit dem Tor weiß ich selber, nehme ich auf meine Kappe, aber daraus lernt man. Es war das erste Bundesligaspiel. Erstes Spiel seit langer Zeit auch schon, und deswegen kann man im Großen und Ganzen, denke ich, ganz zufrieden sein. Das denke ich auch. Das ehrt dich. Hätte man auch besser vorher verteidigen können, glaube ich, ist 1:1. Aber herzlichen Glückwunsch zum Debüt und weiter so. Vielen Dank.